Schuhcourier Award 2016. Die Branche freut sich auf einen großartigen Abend. Ich wünsche mir wieder eine tolle Veranstaltung, so wie die letzten Jahre auch, mit interessanten Preisträgern und einem wunderbaren kommunikativen Abend. Denn die Kommunikation spielt auch immer eine ganz wichtige Rolle bei so einem Event. Ja, eine sehr gute Plattform, um Leute mal in einer ungezwungenen Atmosphäre wiederzusehen. Und wir sind ja nicht das erste Mal hier und die letzten Abende waren immer erfolgreich und angenehm. Das versprechen wir von heute Abend, das wird mit Sicherheit auch gelingen. Ich wünsche das, was wir schon so oft erlebt haben, einen wunderschönen Abend und zur Besinnung zu kommen, dass es uns doch allen recht gut geht und wir nur etwas bisschen mehr tun müssen. Also ich wünsche mir heute Abend ein wunderbares, entspanntes Zusammensein in der Branche und mit vielen netten Leuten tolle Gespräche zu führen. Ich wünsche mir einen anregenden Abend. Ich wünsche mir, dass ich viele Leute sehe, ja, und das ist einfach auch spannend. Ein geiler Abend. Naja, ist ein fantastischer Branchenaustausch. Man trifft hier sehr interessante Leute. Kann so ein bisschen spüren, wie es der Branche gerade geht, was es noch an Neuigkeiten gibt. Und natürlich die Preisverleihung interessiert mich, wer dieses Jahr Preissieger sein wird, beziehungsweise welche Kategorie wie vergeben werden. Verlag Sternefeld, Geschäftsführer Michael Brumme begrüßt die Gäste. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde von Schuhcourier und solche, die es noch werden wollen. Preisträger fallen nicht vom Himmel. Und es ist keineswegs so, dass wir uns jedes Jahr so den einen oder auch meinen anderen ausgucken, der den Preis unserer Meinung nach vielleicht verdient hätte. Da wäre uns unter Umständen in der Vergangenheit auch noch der ein oder andere eingefallen. Wir haben uns von Anfang an dazu entschieden und haben gesagt, wir wollen diesen Preis nur durch eine völlig unabhängige Jury vergeben lassen. Anfang dieses Jahres haben wir mit der Nominierungsphase begonnen. Alle Mitglieder der Jury haben für die einzelnen Kategorien Vorschläge gemacht. Die haben wir bei uns im Verlag gesammelt. Und am 9. Mai gab es ein Jury-Mitgliedstreffen bei uns in Düsseldorf, wo über alle Nominierungen diskutiert und entschieden worden ist. Große Aufregung, Herzklopfen, das begleitet unser Team, meine Damen und Herren, nicht nur heute, die letzten Tage, sondern schon seit Wochen. Jetzt ist es wieder soweit und unser spannender Abend nimmt seinen Lauf. Die Laudatio für den besten Händler des Jahres hält der ANWR-Vorstandsvorsitzende Günther Althaus. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Abend den ersten Preisträger, nämlich den besten Schuhhändler des Jahres 2016, präsentieren zu dürfen. Meine Damen und Herren, ich erzähle Ihnen hier die Geschichte des Aufstiegs eines Familienunternehmens, das mit außergewöhnlichem Einsatz und Engagement der Inhaber entwickelt und zur neuen Größenordnung geführt wird. Jeder spielt eine wichtige Rolle, denn so funktioniert ein Familienunternehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir feiern heute ein Unternehmen und wir feiern die Leistung von Unternehmern in drei Generationen, denn die neuen Junioren bringen sich schon kräftig mit ein. Und ich feiere heute mit Ihnen gemeinsam meine liebgewonnenen Freunde. Der Schuhcourier Award für den besten Schuhhändler des Jahres 2016 geht an Franz, Peter, Gisela, Luis, Leon und Sophia vom Schuhhaus Bödecker in Speyer. Ja, Familienunternehmen, was ist das? Es ist Familie und das Unternehmen und das sollte, wenn es geht, sollten die nicht nur Vorbild zumindest der Familie gehören. Und wenn es weiterhin geht, sollten die nicht nur alle auf dem Zettel stehen, sondern auch irgendwo was tun. Und alleine eine Frau immer an meiner Seite, mit gutem Rat und Tat, kauft fast alle Schuhe alleine ein. Absolut unbestechlich, das ist ihre mitgrößte Eigenschaft. Aber die allergrößte ist, dass du so lange mit mir ausgehalten hast. Danke, Schatz. Applaus
Mein Vater, ein Urgestein der Branche, ist 86, von dem habe ich fast alles gelernt. Und ein großes Vorbild von mir, hat mich immer begleitet. Ein Satz tut er auch heute noch, wenn wir zögern oder zaudern, mit einem besonderen Satz. Angst ist ein schlechter Begleiter, hören wir immer wieder. Und das motiviert uns dann, uns aufzurüsten und nach vorne zu gehen. Ich danke dir für die Zeit, die ich mit dir beruflich verbringen durfte. Ich hoffe, dass das noch eine Weile so ist. Und ich gucke mit riesigem Stolz und mit ganz frohem Herzen auf die 5, die da stehen, und freue mich, dazu zu gehören. Ihnen allen einen schönen Abend und herzlichen Dank für diese Ehre. Der beste Hersteller des Jahres wird von SABU-Geschäftsführer Stefan Krug vorgestellt. Verlässlich, kontinuierlich gute Performance, immer am Konsumenten orientiert, fachhandelstreu, bodenständig und authentisch und überraschend. Schließen möchte ich mit einem Zitat des Unternehmers Stefan Stolitzka selbst. Wir sind Schuhmacher und helfen den Menschen, ihr Leben zu genießen. Dabei wollen wir die besten Schuhe und damit verwandte Produkte entwickeln und herstellen, basierend auf substanziellem, nachhaltigem Handeln. Meine Damen und Herren, beglückwünschen Sie heute Abend mit mir den Gewinner des Schuhcourier Awards, bester Hersteller, beste Marke, die Kinderschuhmarke Superfit der Legero Firmengruppe. Sehr verehrte Festgäste, heute darf ich mich wirklich bedanken und mit einer ganz persönlichen Note beginnen. Vor ziemlich genau 30 Jahren, als gerade fertiger Student des Bauingenieurwesens und der Betriebswirtschaft, bin ich durch reinen Zufall zu Schuhen gekommen. Ich durfte dann auch gleich die Schuhmacherei lernen und mich seitdem Schuhmacher nennen und nicht Bauingenieur. Und das war meine schönste Berufung. Jeden Augenblick seitdem genieße ich. Es ist wirklich der schönste Beruf. Es ist mein Leben. Wir stehen heute hier, weil wir über Jahre, über Jahrzehnte getragen wurden vom deutschen Fachhandel. Und dafür möchte ich Ihnen, und ich sehe ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachhandel hier, ganz herzlich danken. Ohne Sie, ohne Ihre Unterstützung, ohne Ihre vielen, vielen Mitarbeiter, die uns über Jahre die Treue gehalten haben, wären wir heute nicht hier oben, wäre Superfit heute nicht hier oben. Achim Gabor spricht die Laudatio für den 3. Preisträger des Abends, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Worauf es ankommt, das sind nie die Bedingungen, die man vorfindet, sondern das ist stets das Lebenswerk, das man daraus gemacht hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Zitat von Elisabeth Lukas bringt es für mich auf den Punkt. Wir ehren für sein Lebenswerk heute einen Macher, der anpackt und es versteht, aus einer gegebenen Situation das Beste zu machen. Es ist für mich eine große Ehre und persönliche Freude, heute die Laudatio zu halten auf Herrn Ludwig Görz. Lieber Herr Görz, Sie haben sich mit der Marke Görz weit über Norddeutschland hinaus einen Namen gemacht.
wie kaum ein anderer prägten sie die Schuhbranche in den letzten Jahrzehnten. Ihnen gebührt Dank und Anerkennung. Meinen herzlichen Glückwunsch zum Shoe Career Award 2016 in der Kategorie Lebenswerk. Danke. Als mir Frau Zalewski die Nachricht überbrachte, dass ich für mein sogenanntes Lebenswerk ausgezeichnet werden würde, war ich doch zunächst etwas erschrocken. Klingt das doch eher wie ein Nachruf. Dann, freilich, habe ich mich über die Auszeichnung gefreut. Auch in der Erkenntnis, dass man post mortem nicht mehr so viel davon hat. Und so möchte ich allen Ich bin in dieser Branche aufgewachsen und das ist mehr oder weniger mein ganzes Leben lang. Damen und Herren, vor kurzem las ich in der FAZ ein Interview mit einem bekannten Handelsmann, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Ein Satz von ihm blieb mir im Gedächtnis. Ich, sagte er, hinterlasse ein wohlbestelltes Haus. Da, muss ich sagen, stutzte ich und dachte, hoffentlich wird man das von mir nicht auch eines Tages sagen müssen. Ein wohlbestelltes Haus ist ein schlafendes Haus. Da passiert nichts mehr. Ein Unternehmen ohne Baustellen ist ein Unternehmen ohne Wachstum und ohne Zukunft. Jede neue Baustelle ist eine Herausforderung und eine neue Chance, sich neu zu erfinden. So, ich stelle mich einmal zu Ihnen, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Meine Damen und Herren, das sind unsere Preisträger, unsere Laudatoren. Ein fantastischer Abend, geht zumindest was das Rahmenprogramm angeht, zu Ende. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle. Sie sind ein fantastisches Publikum. Ein ganz besonderes Dankeschön an das gesamte Team Sternefeld für wochenlange großartige Vorbereitung und ein ganz, ganz dickes Herzensdankeschön an Caroline Witzlau. Ohne Caroline wäre das alles heute hier nicht möglich. Dankeschön. Rund 450 Gäste feierten gemeinsam mit dem Verlag Sternefeld ihre Besten. Ein unvergesslicher Abend geht zu Ende.